Ja, servus miteinander. Sebastian, Thomas, wir kennen uns ja mittlerweile alle. Wir wollen heute mal darüber sprechen, warum eigentlich Discovery nicht in Scrum drin ist. Und in letzter Zeit hört man ja Discovery irgendwie immer mehr. Genau, darum lass uns mal darüber sprechen, warum das in Scrum eigentlich nicht auftaucht. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, was Scrum eigentlich ist, ja, oder beziehungsweise wie es ursprünglich mal definiert ist. Also Scrum kommt ja aus der Softwareentwicklung. Ja, es ist von Softwareentwicklern entwickelt worden. Und die Idee von Scrum oder beziehungsweise was der Scrum Guide darüber sagt, ist, dass es halt ein leichtgewichtiges Framework, leichtgewichtig, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, für Teams und Organisationen ist. Und Ziel ist einfach, Wert zu schaffen. Ja, das ist sehr allgemein definiert, also Wert zu schaffen. Und das soll passieren mit Lösungen, die du halt iterativ entwickelst, beziehungsweise sie sagen dann adaptive Lösungen. Und es ist vor allen Dingen, oder beziehungsweise es ist eigentlich für komplexe Probleme geschaffen, ja, für komplexe Umgebungen mit viel Unsicherheit, ja. Und ja, das ist was, wie Scrum definiert ist, ja. Aber also das Wort Framework, das sagt ja eigentlich, okay, das soll so die, ich sag mal, die Hauptpfeiler mehr oder weniger definieren, aber Ja. die Details sind offensichtlich immer wieder mal ausgelassen. Genau, Oder ja. und dann kommt man natürlich irgendwann so an den Punkt, dass man sich fragt, warum gibt es denn Dinge wie Discovery oder nicht im Scrum Guide? Weil Ziel ist es ja ganz offensichtlich, nicht nur Features rauszuballern, sondern Wert zu schaffen beim Kunden. Und das geht nicht ohne Discovery. Ja? Das geht nicht ohne den Kunden zu verstehen, das geht nicht ohne Discovery. Und das ist bei Scrum intentional. Also das ist nicht, weil sie es einfach vergessen haben, sondern weil sie einfach sagen, wir geben euch ein Framework an die Hand, wie ihr als Team im Endeffekt gewisse Artefakte, also man spricht da von Artefakten wie Refinements und Retros etc., bekommt, um euch als Team immer weiterzuentwickeln. Ja, deswegen ist ja auch die Retro so ein wichtiger Bestandteil von Scrum, nämlich einfach die konstante Introspektion von, hey, wir wollen hier besser werden. Ja, wir wollen besser werden im Wert schaffen. Und das Problem, was ich so ein bisschen damit sehe, ja, und da bin ich auch sicherlich nicht mit alleine, ist, dass es natürlich keine, also ja, es ist intentional, dass es keine Guidance gibt, aber das macht es halt auch problematisch. Ja, weil es gibt kein explizites Mentioning of Discovery. Ja? Und das macht es halt einfach auch total anfällig für Missbrauch, dass einfach Scrum genutzt wird, einfach als reine Feature-Ballermaschine, nenne ich das jetzt einfach mal. Das heißt eigentlich, im Prinzip haben Sie sich bei Scrum erstmal überlegt, okay, was sind so die Grundpfeiler, was sind die wichtigsten Dinge, wo du eigentlich mehr oder weniger nicht drumherum kommst. Das ist die Artefakte, die du gerade genannt hast, ja. Und Ja. dann fehlen aber, also was heißt fehlen? Ja, es ist irgendwie, sie haben sich dagegen entschieden, Dinge eben auszuformulieren wie Discovery. Was sind noch andere Dinge, die man eben eigentlich in Scrum dann eigentlich nicht findet? Ja, also ich meine, wenn man jetzt mal so diesen ganzen Produktentwicklungszyklus runterschaut, ne, wir haben über Discovery gesprochen, es wird auch nicht, also der Scrum Guide geht nicht richtig darauf ein, wie ich eigentlich Kunden verstehen kann. Wir haben ein bisschen Methodik für Stakeholder-Management. Also die Reviews sind ja auch dafür gedacht, das Kommunizieren. zu kommunizieren, das Produkt im Endeffekt Kunden gegebenenfalls oder Stakeholdern zu zeigen. Ja, Kunde ist ja auch ein Stakeholder. Aber auch viele übergeordnete Dinge, ja, wie passt eigentlich eine Roadmap rein? So in der neuesten Iteration des Scrum Guides ist mittlerweile ein Product Goal drin, ja, was so ein Stück weit ähnlich ist wie eine Produktvision. Ja, wie wollen wir hin? Also das ist mittlerweile adressiert. Aber ansonsten konkrete Methoden fehlen eigentlich gänzlich. Ja. Und warum ist es ein Problem? Oder ist es ein Problem? Du hast gesagt, okay, eigentlich ja, das ist ein Problem. Warum ist es ein Problem? Also das Problem sehe ich vor allen Dingen, dass Organisationen einfach auch oft denken, okay, wenn ich jetzt
alle, wenn wir jetzt unsere Product Owner ausbilden in Scrum, zum Beispiel mit einer PSPO1, dann sind wir dann irgendwie agil. Ja? Hm. Und dann wird auf einmal der Wert, den wir beim Kunden schaffen, mehr. Und ich meine, das kann ja wahr sein, weil ich meine, die Idee ist ja auch von Scrum, also die große Idee von Scrum war ja ursprünglich, ich komme vom Wasserfall-Gedanken, also ich entwickle Software im Wasserfall, ja. Was halt einfach nicht funktioniert, wenn sich der Markt konstant ändert, komme ich in einen iterativen Prozess da. Ja? Ja. Und das Problem ist halt einfach so ein bisschen, dass wenn ich davon ausgehe, dass Scrum mich automatisch agiler macht, dann schaue ich mir vielleicht auch andere Dinge, die ich tun sollte, nicht an, wie zum Beispiel die Discovery, weil es bringt mir halt nichts, die Delivery agiler zu machen. Ja? Und ich sage jetzt nicht nur, also nicht reine Delivery, sondern wir nennen es jetzt mal, es ist ja Wertschöpfung, ja, also Wertdelivery, einfach nur iterativ zu machen, sondern ich brauche halt einfach noch viele andere Bausteine und dann bin ich jetzt wieder bei der Discovery, um auch wirklich auszuformulieren, woran ich denn wirklich arbeiten will. Ja. Ja, das ist im Prinzip auch, wenn ich das gerade mal so reflektiere, ja, mit Intrapreneurship-Programmen, wo ich viele Jahre gemacht habe, ja, da haben wir ja auch daran gearbeitet, wirklich den Wert zu maximieren, Ideen rauszufinden, ob es funktioniert. Und da brauchst du im Zweifelsfall nicht mehr einen Entwickler dafür. Ja. Also klar kann da einer dabei sein, aber es ist nicht zwingend, dass du da einen Softwareentwickler mit dabei hast, ja, oder wirklich Dinge auch baust, ja. Oftmals bist du ja viel schneller, wenn du eben explizit Dinge nicht baust, sondern nur visualisierst oder Sonstiges machst. Und das könntest du theoretisch auch in Scrum machen. Ja, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze zu. Ja, ich kann ja auch theoretisch hergehen. Ich glaube, so das Buzzword der letzten Jahre war so Dual-Track-Scrum. Ja, ich habe quasi ein Scrum-Team, was sich um Discovery kümmert und eins, was sich wirklich dann darum kümmert, den Wert auch wirklich dann zum Kunden auszuliefern, dann habe ich quasi zweimal zwei Teams, ja, oder zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Tracks müssen aber auch keine zwei Teams sein. Genau. Idealerweise ist es sogar das gleiche Team. Ja, oder ich gehe halt her und integriere wirklich UXler in meine Sprints. Ja. Ja. Also es heißt ja nicht, also wenn ich jetzt über ein Team spreche, also es wird dann von einem Entwicklungsteam gesprochen, aber das kann ja auch einfach sein, dass ich wirklich UX oder ich auch als Product Owner ein Stück weit auch Teile, also Aufgaben in dem Sprint übernehme. Und eine, es schreibt mir ja auch keiner vor, dass nicht auch eine Aufgabe in dem Sprint, in welcher Art und Weise ich sie auch immer ausformuliere, ist, hey, wir haben Problem X und wir würden gerne verstehen, ob vielleicht Lösung Y uns hilft, dieses Problem zu adressieren. Ja? Also das widerspricht ganz und gar nicht Scrum, es ist nur wirklich nicht explizitisiert. Ja? Und dadurch brauche ich eigentlich viel, viel mehr Wissen über Methodik, die ich mit Scrum kombinieren muss, um da auch wirklich zu sinnvollen Zielen und zu einem Produkterfolg zu kommen. Mhm. Ich überlege gerade, weil das ist ja schon die Situation, dass ich in Scrum möchte ich eigentlich in jedem Sprint möchte ich auf ein Inkrement zuarbeiten, das hinterher eben auch funktional ist. Ja? Und das ganze Team soll eigentlich idealerweise an diesem Thema des Sprints arbeiten. Ja. Ja? Wenn du jetzt aber sagst, also die Discovery ist immer aber auch vorgelagert. Mhm. Ja, also ich kann nicht in einem Sprint discovern und bauen gleichzeitig. Und da widerspricht sich es eigentlich in sich, weil dann habe ich dann eben zwei Themen. Das eine Team oder ein Teil des Teams macht eine Discovery und schaut, okay, was sollte eigentlich gebaut werden? Und das muss per Definition ein anderes Thema sein als die bauende Abteilung vom Team. Ja. Ja, es sei denn, du gibst wirklich in den Sprint als Sprintziel einfach rein, dass du eine Lösung für ein gewisses Problem finden möchtest. Ja? Okay. Weil dann können ja auch die zwei Wochen dafür genutzt werden, einfach eine Discovery zu machen. Das heißt ja auch nicht, dass ein Entwicklungsteam nicht Teil dieser Discovery sein kann. Okay, aber dann hast du ein sequenzielles Discovery und Umsetzung. Also Discovery und dann Umsetzung, Discovery und Umsetzung.
Und ja, es ist ja schon so, wenn man auch so über Effizienz nachdenkt, ja. Ich will ja Softwareentwickler, ja, es ist gut, wenn die in der Discovery dabei sind zu einem gewissen Grad, ja. Aber ich meine, ein Softwareentwickler ist ein Softwareentwickler und ein Designer ist ein Designer. Und ich meine, die Discovery fällt einem Designer einfacher, weil er ziemlich schnell irgendwas prototypen kann, Mockup-Testing, User kommen rein, ja. Und das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die Stärke vom Softwareentwickler. Andersrum ist es ja genau gleich, ja. Der Designer tut sich wahrscheinlich relativ schwer, hinterher die Software zu bauen, ja. Also darum haben wir ja eben auch die Rollen, ja. Von dem her, ja, das ist gut, wenn das ein bisschen überlappt, um da Verständnis für rauszuarbeiten. Aber ich glaube, es macht nicht Sinn, komplettes Team-Discovery zu machen, um dann das komplette Team die Umsetzung machen zu lassen. Also wirklich ein sequenzielles Discovery, oder? Ja, also bin ich auch hundertprozentig dabei. Ich würde halt auch immer argumentieren, dass du eine Discovery wirklich vorgelagert machen möchtest. Hm. Das Team kann dich unterstützen, ja, da spricht ja überhaupt nichts gegen. Also wenn es jetzt darum geht, was weiß ich, in der Discovery vielleicht mal so einen Trapdoor-Test oder ähnliche Späße zu bauen, da bin ich hundertprozentig dabei. Ja. Und ja, aber bottom line ist einfach, es ist nicht drin. Und absichtlich nicht drin? Absichtlich nicht drin, ja. Was auch gute Seiten hat, muss man auch sagen. Weil ich meine, du kannst ja, wenn du ein Framework quasi alles detailliert runterschreibst, ja, dann ist es auch sehr, sehr gefangen. Also es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie ich Discovery mache. Ja, und ja. Es passt ja auch nicht jeder Weg für jede Organisation, für jedes Kundensegment. Ja, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Discovery in B2B und B2C und deswegen passt es schon. Ja. Ja, also wie gesagt, für mich ist es prinzipiell bei Scrum halt einfach gut gemeint, auch dass es drin ist, was aber nicht drin ist. Ja. Aber was wirklich in der Praxis immer wieder ausfällt, ist, dass Teams dann oftmals, wenn sie wirklich in diesen 2, 3, 4 Wochen Sprints durcharbeiten, dass sie einfach Discovery vernachlässigen, weil es halt einfach explizit nicht drin ist. Ja, ja. Und deswegen ist es wichtig, auch darüber zu sprechen, dass es halt nicht nur Scrum braucht, sondern es braucht halt einfach viel mehr, um in einer agilen Welt gute Produkte zu bauen, die nachher auch wirklich beim Kunden funktionieren. Sehr gut, das ist doch mal ein schönes Schlusswort, oder? Müssen wir noch was hinzufügen? Nee, ich glaube nicht. Also wenn ihr Ideen oder Gedanken dazu habt, ja, ich meine, wir teilen ja auch einfach unsere Gedanken dazu. Wenn ihr Ideen und Gedanken habt, packt es gerne unten auch in die Kommentare. Genau. Ja, wenn ihr das auf YouTube seht, dann subscribt unserem Channel gerne. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Sehr gut. Ade. Ciao. Ciao.